Ich verrate dir das schon mal, das ist hier kein Eis. Das sind die sogenannten Espumillas. Dieses Dessert kommt aus Ecuador, um genau zu sein, aus der Hauptstadt Quito. Es wird aber generell überall in Südamerika gegessen. Wie schnell und einfach das geht und wie man selber Sirup dazu kocht, zeige ich dir gerne in diesem Video. Vamos! Hier sind... So, hier sind die Zutaten für das Rezept. Um ehrlich zu sein, wird dieses Dessert traditionell mit Guave zubereitet. Aber da wir gerade Erdbeerzeit haben, mache ich das gerne mit Erdbeere. Die Früchte einmal waschen und den Strunk entfernen. Du kannst deiner Fantasie aber loslassen und die Frucht nehmen, welche du möchtest. Mango zum Beispiel würde dazu richtig gut passen. Oder Johannisbeere oder eben traditionell mit gekochtem Guave-Püree. Die Erdbeeren kommen jetzt in einen Mixer und werden zu Püree verarbeitet. Du musst nicht zwingend einen Mixer benutzen wie ich. Du kannst auch einen Pürierstab oder ein Gabel nehmen. Hauptsache das Endergebnis ist Püree. Es ist wichtig, dass die Samen der Erdbeere nicht mit eingemischt werden, sonst merkt man das am Ende. Deswegen wird die Flüssigkeit gesiebt. Siehst du, was ich meine? Das gehört nicht rein. Aus der anderen Hälfte der Flüssigkeit werden die Espumillas gemacht. Ich habe ungefähr 450 Gramm Erdbeeren insgesamt gemixt, aber nur weil ich nur Sirup kochen möchte. Möchtest du vielleicht keinen Sirup kochen und lieber kaufen, dann benötigst du circa die Hälfte davon. Für den Sirup wird die Flüssigkeit erhitzt, aber bitte sei vorsichtig, weil sonst passiert dir das, was mir passiert ist, nur weil ich nicht warten wollte. 100 Gramm Zucker gehört dazu und 100 Milliliter Wasser. Den Saft einer halben Zitrone gehört auch mit rein. Und das war's. Jetzt für 20 Minuten köcheln lassen und dabei immer hin und wieder rühren, damit das Sirup nicht am Boden klebt und fertig. Mehr ist es nicht und du weißt ganz genau, was drin ist. Für die Aufbewahrung nutze ich gerne solche Flaschen, die nicht teuer sind und man leicht bekommt. Kurz abkühlen lassen und ab in den Kühlschrank damit. Jetzt zu den Espumillas. Der Behälter, wo du das Eiweiß rühren möchtest, muss absolut trocken, fettfrei und sauber sein. Sonst wird es nichts. Jetzt die drei Eier trennen. Ich brauche nur das Eiweiß. Es gibt viele Tricks, wie man Eier trennt. Ich mache das so, aber sollte dir ein wenig Eigelb reinfallen, wie bei mir, dann fange lieber von vorne an und mach dir ein Omelette davon oder so. Mit der Küchenmaschine schlage ich das Eiweiß steif. Das ist der einfachste Weg. Als kleiner Tipp gebe ich eine Prise Salz dazu, so wird das Eiweiß fester. Ich suche eine feste Konsistenz. Daher ist es mit dieser Maschine viel einfacher, aber du kannst auch was anderes benutzen, wie eine Harnrührmaschine. Um ehrlich zu sein, werden in Ecuador traditionell die Hände genommen. Nicht weil wir keine Maschine hätten, sondern weil es traditionell so gemacht wird. Der dritte Tipp wäre ein Teelöffel Backpulver und ein Schuss Balsamico-Essig. So wird mein Eischnee fester und hält noch länger. Und keine Sorge, das schmeckt man nicht. Die 200 Gramm Zucker gebe ich nach und nach hinzu. Nicht alles auf einmal, der Zucker muss sich ja auflösen und die Konsistenz muss stimmen. In meinem Fall war es noch nicht so weit. Ich muss noch 5 Minuten weiterrühren. Jetzt kommt das Erdbeerpüree rein. Aber mit Vorsicht, nicht alles auf einmal. Bei mir waren es ca. 4 bis 5 Löffel davon. Es kann sein, dass du weniger davon brauchst. Die Mischung sollte fest sein und nicht flüssig oder zu weich. Siehst du das? So soll es sein. Und jetzt noch anrichten. Und fertig ist dieses Kunststück. Traditionell wird es zusammen mit einer Eiswaffel gegessen. Wie eine Kugel Eis in der Waffel. Ein wenig Erdbeersirup obendrauf und für mich ein wenig mehr als sonst, weil die Mischung einfach super lecker finde. Und am Ende ganz viele bunte Streusel. Glaube mir, das ist eine sichere Nummer für Partys oder Kindergeburtstage. Ein Renner. Es sieht nicht nur geil aus, es schmeckt auch so. Als ich klein war, habe ich das sehr oft gegessen. Es ist sehr fruchtig und schmeckt wie ein Marshmallow. Richtig geil. Ich hoffe, du hast genauso viel Spaß gehabt wie ich. Falls dich die lateinamerikanische Küche interessiert, bist du hier richtig. Also abonniere gerne diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Lass ein wenig Liebe da, wenn du was sagen möchtest, benutze bitte die Kommentarfunktion. Hier lasse ich ein paar andere Videos für dich. Es gibt noch viel zu entdecken. Adios.